Und die Boxen auf zum Preis der Veterinam Kalkmann Filialen Bochum. An der Innenseite Dictator gleich an die Spitze gezogen. Außen sehen wir Gallardo. Dahinter dicht auf American Prince und an der Innenseite Wörthersee. Doch einige Längen dahinter Athlet. So geht es hier in den Bogen, der sie in die Gegenseite bringen wird, hinein. Dictator setzt die Pace, dahinter Gallardo mit Wörthersee vor American Prince und nur anderthalb Längen dahinter jetzt Athlet mit Anschluss an diese Gruppe. So geht es in die Kastanienallee hinein mit Dictator an der Spitze, vor außen Gallardo, Wörthersee liegt innen, dann American Prince vor Athlet. So sind sie gleich Mitte gegenüber und weiterhin Dictator diktiert die Pace hier mit Gallardo an zweiter Position, geht Wörthersee innen, dahinter das Pärchen mit außen American Prince und innen Athlet. Und so sind sie nun ausgangs der Gegenseite angekommen. Es geht gleich in den Bogen Richtung Berg und Dictator weiterhin vorn. Gallardo zweiter, dahinter Wörthersee mit American Prince und Athlet. So sind sie nun im Bogen. Dictator weiter mit einer guten Länge, anderthalb vor Wörthersee und Gallardo außen. American Prince dahinter mit Athlet innen. Alle noch hier dicht zusammen und mit allen Chancen in dieser Prüfung. Bergan nun mit Dictator vor Wörthersee innen, Gallardo, dann American Prince und Athlet. Und so geht es dann auch langsam Richtung Schlussbogen, wo Dictator weiter mit anderthalb Längen die Führung hat. Dahinter außen Gallardo, innen Wörthersee mit Athlet, dahinter geht dann American Prince. Und so sind sie nun im Schlussbogen angelangt. Dictator weiterhin vorne, setzt unverändert die Pace, dahinter innen Wörthersee, jetzt in Position gebracht, dann außen Gallardo, dahinter Athlet mit American Prince, die gerade erreicht. Gleich sind es noch 400 Meter bis zum Ziel, am Übergang Dictator weiter vorne, stiefelt hier seinen Streifen herunter, dahinter versucht sich an der Außenseite jetzt American Prince und der Angriff sieht ganz gut aus. Innen kommt auch Wörthersee noch mal etwas näher mit ganz innen Athlet, aber Dictator ist zäh hier an der Spitze, hält im Moment die Führung, aber jetzt ist American Prince heran und knapp vorbei. American Prince an der Außenseite kann sich hier etwas freimachen in der Schlussphase und ist Sieger im zweiten Rennen des Tages. Wörthersee dahinter noch mit dem guten zweiten Platz zum Schluss vor Dictator, dann Gallardo und Athlet. Der endgültige Richterspruch zum zweiten Rennen. Sieger ist die 3 American Prince, auf dem zweiten Platz die 6 Wörthersee, dritter die 1 Dictator, vierter die 4 Gallardo und fünfter die 2 Athlet.